Werte Geschäftspartner, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aero. Unser heutiges Thema ist Ocean Store Dorado V6 NAS-Funktionen und HV-Update. Kurze Agenda. Also auf der einen Seite beschreiben wir die NAS-Funktionalität. Was ist schon verfügbar und welche Funktionalitäten kommen in ein paar Monaten? SCM Cache und Tiering, NVMe, jetzt auch auf der Dorado 3000. Neue Connectivity-Optionen, wie zum Beispiel NVMe oder RoCE und ein neues Verfügbarkeitsfeature, die Cross-Enclosure-Redundanz. Ich darf recht herzlich wieder den Johannes Fellner von der Huawei begrüßen, der uns in den nächsten 30 Minuten die genannten Überblicke präsentieren wird. Wie immer, wenn Sie Fragen haben, bitte nutzen Sie das Question Panel. Wir werden die Fragen aufnehmen und zeitnah bearbeiten. Bearbeiten, aufnehmen und beantworten. Nicht bearbeiten, beantworten, so ist richtig. Ja. Gut. Johannes, dann darf ich dir hiermit die Moderation übergeben. So, schönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, Johannes Fellner, IT Solution Manager bei Huawei. Die meisten online, glaube ich, kennen mich inzwischen. Ja, wir haben jetzt die Dorado seit einem guten Jahr verfügbar und es gibt in der Automobilbranche, würde man sagen, einen Facelift. Und gleich einmal das Wichtigste als erstes. So, auf der Hardware. Wichtigste Neuerung wahrscheinlich, auch die Dorado 3000 gibt es jetzt als NVMe-Version. Dazu gibt es sogar ein neues Enclosure-Typ, den schauen wir uns danach an. Was ebenfalls kommt, wo man zwar noch nicht so wirklich niemand dringend danach gefragt hat, aber vielleicht als Anhack-Feature bei Ausschreibungen, also SCM-Support, also Storage Class Memory, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Und wir setzen verstärkt auf Brock hier als Interface, also RDMA über Converged Ethernet. Hier die Geschwindigkeiten 25 und 100 Gigabit. Das sind einmal die wesentlichen Hardware-Änderungen. Auf der SAN-Seite ändert sich nicht so viel. Es gibt in der Mitte diese Conversion of Synchronous Application. Also man kann für Umgebungen, wo man vielleicht draufkommt im Aktiv-Aktiv-Betrieb oder in der synchronen Replikation, dass vielleicht die Qualität der Leitungen nicht ausreichend hoch ist oder man doch größere Latenzen hat, kann man auf asynchron umstellen. Und ohne dass man jetzt den Spiegel neu aufbaut, ist im Wesentlichen drin. Und vWOLS 2.0, vielleicht generell zu den vWOLS, ja, sie werden unterstützt. Man sieht hier drin im VMware als Container, aber alle fortgeschrittenen Features, sei es ein HyperCDP oder Hypermetro, werden nicht von vWOLS unterstützt. Aber ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht von anderen Herstellern. Ich glaube, die Storage-Hersteller pfeifen da ein bisschen auf die VMware vWOLS-Konzepte. Ja, wird unterstützt die Basisfunktionalität, aber wie gesagt, mit Hypermetro dann eigentlich nicht. Ich sehe jetzt auch nicht wirklich den Vorteil. Dann das nächste ist aus meiner Sicht auch also ein bisschen ein Anhack-Feature oder aufgewärmte Diskussion aus den 2000er Jahren, ein Cross-Enclosure-Rate. Also, wie kann ich mich gegen einen Ausfall eines Disk-Enclosures schützen? Ja, wir kommen zu jedem dieser Punkte dann eine eigene Folie. Ja, und dann gibt es NAS auf der Dorado. Also, ich glaube, wir haben schon vor einem halben Jahr irgendwann einmal angekündigt, dass in einer Session, dass es kommt. Es kommt, wie sagt man bei uns, so zickzackweise, so nach und nach. Aber jetzt mit 6.1.0 ist sozusagen offizieller Support da für die gängigsten Protokolle, gängige Funktionalitäten, also wie SMS, Failover, Snapshots, Quality of Service, Quota, Multi-Tenancy, Replikation und auch Größenveränderungen, also Größen, aber auch Verkleinerung von Filesystemen. Aber wie gesagt, es kommt zu für jeden dieser Folie. Also für die, die nur ganz geschwind wissen wollten, was gibt's Neues, also das wäre es jetzt gewesen. Für die, die doch ein bisschen die Details wissen wollen, gehen wir in Medias Res. Ja, Ocean Store versus Dorado auf der NAS-Seite.
Vielleicht Ausblick in die Zukunft. Wir sind dabei, die zwei Produktfamilien zu verschmelzen. Also wird voraussichtlich gehen. Eine Ocean Store V6 gegen Jahresende wird de facto das gleiche sein wie eine Dorado V6. Somit, wir verschmelzen die Produkte. Wir haben jetzt die ersten NAS-Funktionalitäten hier auf der Dorado implementiert. Und man sieht hier, es gibt ein paar Protokolle und ein paar Funktionalitäten, die noch nicht unterstützt sind. Der Großteil davon kommt dann in der Version 6.1.2, die mit Ende Mai, also sagen wir mal im Juni dann verfügbar sein soll. Eben, wie gesagt, weitere Protokolle auch das Thema. Das Einzige, was erst recht spät kommt, ist vor allem da unten das Thema Warm und auch, das kommt erst relativ spät. Ganz wichtige Funktionalität, eben Hypermetro für NAS, kommt ebenfalls mit dieser 6.1.2er Version. Und so weit ist es eben nicht mehr bis Ende Mai oder so. Also man kann jetzt mit Kunden drüber reden, mit den bestehenden Vertriebszyklen und so weiter, sollte sich das ausgehen, dass man das jetzt schon entsprechend am Kunden positioniert. Hier quasi andere Darstellungen von den Funktionalitäten. Die Funktionalitäten auf der NAS-Seite heißen de facto gleich wie auf der Blog-Seite. Wo gibt es Unterschiede? Natürlich das Multi-Tenancy, also die Mandantenfähigkeit. Da gibt es, da kommen wir kurz dazu. Load Balancing, wir haben ein Distributed File System, vor allem auf den großen Systemen, braucht entsprechenden DNS Load Balancing intern. Sonst gibt es zu der Folie da jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, außer vielleicht schlechte Nachrichten wie die NFS 4.0 verwenden, das kommt auch erst relativ spät. Wichtiger ist aber die Dorado 3000 V6 NVMe. Hier gibt es ein Update im Formfaktor. Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind unsere NVMe-Modelle, also ab der 5000er, haben die diese sogenannten Palm-sized NVMEs, wo wir 36 auf zwei Höheneinheiten haben. Das wird bewerkstelligt, indem wir sozusagen in die Tiefe gehen und wir ein sehr tiefes Rack brauchen. Also das Enclosure ist dann fast einen Meter tief und man braucht somit einen 1,20er Rack. Das braucht man jetzt hier mit dem nicht. Bei den Plattengrößen vielleicht ein Hinweis, ich habe es extra fett hervorgehoben, das sind die zwei, die jetzt wirklich verfügbar sind. Also ganz kleine Konfigurationen, eher ungünstig. Und die großen Platten, wie gesagt, gibt es jetzt auch nicht so den aktuellen Bedarf. Gibt es bald, kann man auch schon konfigurieren, die Lieferzeit ist ein bisschen länger. Sonst auf der Hinterseite hat sich da nicht wirklich viel getan, außer dass es eben ein neues Interface gibt, aber auf das kommen wir dann beim nächsten Folie zu sprechen. Ja, was auch neu ist, eben dieses Thema SCM, Storage Class Memory. Basierend auf der Intel Optane Technologie, das heißt also eine nicht volatile Speicherart, die sehr schnell ist und sozusagen die Geschwindigkeitsgap zwischen Hauptspeicher und also klassischen Cache in den Systemen und SSDs oder NVMEs noch überbrücken soll. Fehlt mir derzeit auch noch so ein bisschen die Nachfrage, weil man mit einer 5000 oder 6000 für gewaltige IO-Performance hat, um das noch zu brauchen. Es gab unlängst mal eine Ausschreibung, wo schon nach SCM gefragt wurde, also vielleicht, wenn es in Ausschreibung gefordert wird. Ich glaube, von Kundenseite wird kaum mal nachgefragt, dass man noch was Schnelleres haben möchte als NVMe. Aber fällt verlieferbar in verschiedenen Formen, eben als für das 25er Enclosure, für das 36er Enclosure und auch ganz rechts hinten als Einstechmodul bei den Erweiterungsslots. Zu den Interfaces, neu im Wesentlichen die kombinierte 10 und 25 Gigabit Karte, die dann auch Rocky unterstützt.
Die gibt es auch, wenn man nicht so viel braucht, als Transportkarte. Das ist im Wesentlichen der Update. Scale-out erfolgt auch, und dazu gibt es noch eine Folie auf der nächsten Seite, über die 4x25 RDMA-Interfaces, also bei den kleineren Systemen, bei den großen erfolgt es über die 100 Gigabit RDMA. Ja, und Backend, wie gehabt, SAS und RDMA. Scale-out, ein Thema, wo wir aus meiner Sicht wirklich einen Vorteil haben gegenüber anderen, weil selbst das kleinste Modell ich dann auf 4 und noch mehr Controller ausweiten kann. Wir haben inzwischen auch Erfahrung von Kundenprojekten, wo wir diese Ausbau von 2 auf 4 Controller gemacht haben. Man sieht hier, man braucht einfach, jeder der Controller braucht so eine 4-Port RDMA-Karte und dazu braucht man dann noch 16 Kabel oder 8, sorry. Und das ist es, ja. Es wird im Prinzip jeder Controller mit jedem anderen verbunden und das skaliert wirklich linear. Man kann dann die Platten entweder beim Neuaufsetzen als einen Pool verwenden oder man kann jedem Controller pass einen Pool geben, wo man es da sehr flexibel über die Poolzuweisung hat. Und wie gesagt, es ist wirklich einfach. Und es gibt Erfahrungen der Josche, wenn das funktioniert, wenn das schon mal vorverkabelt ist und ich glaube, nach dem Plan kann das wirklich jeder selber machen, kann man das remote mit dem Smart Kit relativ schnell dann eben zu einem Vier-Controller-System ausbauen. Ja, auf der NAS-Seite, man hat sich anscheinend bei uns hauptsächlich auf die Performance konzentriert. Man könnte jetzt auch böse sein und sagen, okay, wenn gewisse Funktionalitäten, es gibt zwar gewisse Funktionalitäten, nicht dafür sind wir sehr schnell, weil wir uns um die Details nicht kümmern brauchen, soll zeigen, dass man halt gewisse unterschiedlichste Anwendungsszenarien ausprobiert hat, eben mit große Files und kleine Blocks, mit kleine Files und große Blocks und mit Bandbreiten, also verschiedenste Szenarien und man schneidet eigentlich da überall sehr, sehr gut ab, was die Performance betrifft. Auch generell, also vielleicht in Erinnerung zu rufen, weil wir uns doch schon länger nicht mehr gesehen oder gehört haben. Es gibt inzwischen diesen Benchmark mit den 21 Millionen IOPS auf der High-End-Maschine. Wird wahrscheinlich auf längere Zeit nicht erreicht werden. Es soll die Leistungsfähigkeit zeigen, aber man sieht auch bei den kleinen Systemen, also bei einer 5000er, 6000er, wie leistungsfähig die sind. Vielleicht nur so viel zu dieser Folie. Was auch neu ist auf diesen Karten, also eine neue Offload-Engine, nachdem jetzt doch da einiges über IP bzw. Ethernet-Stack geht, dass man die Sachen runterlädt auf die Karte, um hier noch bessere Performance bzw. Niedrigere Latenzen zu erreichen. Ja, den SCM, vielleicht noch einmal ganz kurz, soll überbrücken den klassischen DRAM-Cache und den SSD-Storage-Pool. Wird es in zwei Ausprägungen geben, also man wird SCM eben als Caching Device verwenden können oder auch wirklich als Storage-Tier. Also die wird beide Ausprägungen geben. Man ist dann hier bei der Antwortzeit ja noch einmal eine Größenordnung drunter. Also wenn wir jetzt bei NVMe von 0,1 Millisekunden reden, reden wir da halt dann von 0,01 Millisekunden. Wird man sehen, wie gesagt, bis jetzt sind wir eigentlich mit NVMe ganz gut ausgekommen. Aber ja, auch klassisches Steering hat irgendwann einmal angefangen und man hat gesagt, naja, wer braucht das? Okay, da hat man schon gebraucht, also da sehr bald die Benefits gesehen, wird wahrscheinlich hier auch noch kommen. Also man sieht den Bedarf an Performance und steigt ja immer wieder. Was dazu aber notwendig ist, oder ist, dass das entsprechende Ethernet drunter auch entsprechende Qualität hat. Also hier gibt es eben unsere AI Fabric,
also die entsprechenden Switches, die das unterstützen, weil ich habe eben diese Performance nur und diese verringerte Latenz, wenn ich weiß, dass ich nicht immer die ganze Zeit nachfragen muss, ob die Pakete nicht irgendwo verloren gegangen sind. Also ich brauche eine Infrastruktur, die dafür sorgt, dass die meine Pakete auch wirklich zu 100% auf der anderen Seite landen, um eben diese verringerte Latenz darstellen zu können. Auf der NAS-Seite gibt es vor allem im High-End ein neues verteiltes File-System, wo dann die vier Controller gemeinsam auf die darunterliegende Datenstruktur schauen. Das wird dann verwendet, um entsprechend die Load Balancing zu machen, damit alle vier Controller gleichzeitig ausgelastet sind, dass ich auch das Caching optimieren kann und überhaupt das gesamte Layout. Also man hat sich da einiges überlegt, wie man vor allem bei den größeren Systemen die Performance sicherstellen kann, um da wirklich mit den Marktführern mithalten zu können, beziehungsweise auf der Performance noch schneller zu sein. Weil irgendein Zusatzbenefit muss man ja auch darstellen können. Ähnlich auf der Verfügbarkeitsseite. Also wie wir ja schon von der SAN-Seite wissen, ist es ja so, dass jetzt bei der Softwareentwicklung fast alles im Kern, also sehr, sehr viele Komponenten im User-Mode sind und nur wirklich jetzt ein Upgrade zum Beispiel dann, wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht die Version 7 könnte ein größerer Update sein, wo ich dann auch die Controller rebooten müsste, aber sonst wird das in Form von Containern verteilt, die Software, und wird dann einfach dann auf dem jeweiligen Controller wieder neu gestartet, ohne dass ein Controller neu starten muss. Und man sorgt dafür, dass ich eben keine Unterbrechungen habe und gerade im NAS-Umfeld, wenn der mal ein paar 2-3 Sekunden oder von mir aus 10 Sekunden auf die Antwort wartet, ist das jetzt weniger ein Drama als im SAN. Zum Thema Container fällt mir was ein, das ich vorher vergessen habe auf der, entschuldige mich kurz, dass ich da jetzt zurückhüpfe, aber bei der Software-Funktionalitätsübersicht, da gibt es da ziemlich in der Mitte, links gibt es einen Smart Container. Also wurde erstmals vorgestellt auf der Ocean Store 2600 V5. Was ist das? Es läuft ein Hypervisor, also unser Fusion Sphere, eigentlich auf den Controller. Und der Smart Container ist eigentlich nicht der Container, so wie man es von Docker Containern gewohnt ist, sondern eigentlich ein VM, wo dann theoretisch User-Anwendungen am Controller laufen können. Ja, das kennt man vielleicht von den einen oder anderen Hersteller auch schon. Also ich könnte dann zum Beispiel das eSight am Controller rennen lassen können und so weiter. Für was ist es nützlich? Naja, es ist immer die Frage, bringe ich die Daten zum Server oder den Server zu den Daten? Ja, also sehr oft, man sieht sehr, wo sehr hohe Performance gefordert wird, zum Beispiel, ja, ein Beispiel, wie die Daten zum Server bringst, zum Beispiel SAP HANA, ja, da sage ich, okay, man bringt alles in Memory und dann ist es halt dort. Und hier geht man den anderen Weg und sagt, naja, es könnten ja Applikationsumgebungen sein, die zwar relativ große Daten brauchen, aber jetzt gar nicht so die extreme Performance auf der CPU-Seite, und die könnte ich eigentlich rein zum Storage schieben. Oh. Also macht mir nur ein bisschen flexibel im Bereich der Systemarchitektur. Ja, hier, also die schon ein bisschen länger in der Branche sind, dann können Sie sich vielleicht erinnern, da vor 10 Jahren, oder nein, nicht 10, vor 20 Jahren gab es mir die Diskussionen, ja, wie habt ihr das RAID? Quer, also oder hoch? Und genau darum geht es wieder. Wie kann ich mich eben gegen einen Ausfall von einem Flo schützen? Wir haben da sozusagen noch ein i-Tüpfelchen draufgesetzt, also mit einem RAID-TP, einem Triple Parity, dürfte sogar einen Closure und noch eine zusätzliche SSD ausfallen. Werde ich es brauchen? Aus meiner Sicht eher nicht so schnell.
weil gerade wenn man sich jetzt anschaut, die kleineren Systeme, Adorado, ein 3000er mit 25 mal einer 7 Terabyte Disk, ist da schon im Bereich 400, 500 Terabyte. Genauso, wenn ich jetzt die 36er Enclosure nehme und alles Vollstoff, bin ich im Bereich von 500 oder 600 Terabyte. Und das haben wir erst bei einem, das haben wir erst vom Controller Enclosure. Also, dass ich jetzt 4 oder mehr Enclosure habe, um da jetzt das zu haben, da fehlt mir jetzt für den österreichischen Markt noch ein bisschen die Fantasie. Aber, ja, als Checkbox-Feature jetzt verfügbar. Zum Thema Verfügbarkeit auf der NAS-Seite, ja, gibt es natürlich eine asynchrone Remote-Replikation. Ich habe blöderweise die Animation drin gelassen, kann sich jeder vorstellen. Also der Host schreibt auf Storage. Was heißt das eigentlich? Heißt, der Host schickt den IO zum Storage in den Cache vom Storage. Der Host schickt ein Acknowledgement, also das Storage schickt ein Acknowledgement zum Host. Und dann passiert im Hintergrund, dass er halt das lokal schreibt und auch auf die zweite Seite schreibt. Kann hier die Frequenz des Updates einstellen, geht runter auf 15 Millisekunden, also 15 Sekunden. Das heißt, du hast einen sehr kurzen Recovery Point Objective. Das macht er sowohl für die Files als auch für die Snapshots. Und ich kann das auch kombinieren mit, also habe da eine Fan-Out, Fan-In-Ratio, wenn ich zum Beispiel das auf mehrere Standorte verteilen will, oder ein Storage-System, das Ziel von, wie die Replikation von vielen kleineren ist. Noch wichtiger wird werden wahrscheinlich Hypermetro für NAS. Hier aber wirklich total, also beide Systeme kann man voll aktiv verwenden. Ich brauche nichts zusätzlich dazu, habe die volle Performance. Und wie gesagt, das wird wirklich, glaube ich, der Zeitpunkt sein, ab dem man dann wirklich NAS wirklich dann voll nutzen kann auf der Dorado. Aber wie gesagt, bis Ende Mai ist ja gar nicht mehr so lang. Das Quality of Service Feature funktioniert auf unterschiedlichen Bereichen. Einerseits kann ich meinen Mandanten entsprechende Bandbreiten genehmigen, zugestehen oder auch limitieren. Ich kann es aber auch ohne den Multitenancy machen. Also wenn ich halt einfach ganz normal meine Filesysteme habe, mache ich es auf Filesystem-Ebene und limitiere der I.O. oder Bandbreite beziehungsweise garantiere gewissen Applikationen immer gewissen Durchsatz. Ja, Quota-Management gibt es auch. Einerseits klassisch den Platz, wie viel Platz hat jeder User, jedes Filesystem, jede Gruppe, aber auch mit Anzahl der Files, was ich lustig finde. Okay, du kriegst genau 7000 Files und sonst gibt es Schimpf. Und ja, entsprechend mit Hard- und Soft-Quota zu kombinieren. Vielleicht noch kurz zum Multi-Tenancy. Wir nennen das Konzept vStore. Ein vStore ist sozusagen ein Filesystem, dem ich dann auch eine logische Interface-Karte gebe. Also der hat dann seine eigene IP-Adresse, seinen eigenen Namen, seine eigenen Zugriffsrechte, seine eigene Konfiguration. Also ein virtueller File-Arbeit. Ja? Und mit entsprechenden Rechten und wo ich dann eben Quality of Service oder Quotas und so weiter vergeben kann, wenn ich zum Beispiel so wie hier in der Grafik wirklich Abteilungen sehr streng voneinander abschalten will. Oder ich wirklich unterschiedliche Kunden auf meinem System habe, also im Bereich Hosting oder Service Provider. Ja, ich sehe gerade, da war ich jetzt sogar eine Spur flotter als erwartet. Ich habe mir gedacht, das wird sehr knapp mit der halben Stunde. Aber wir haben sozusagen 5 Minuten noch Luft, falls da noch Fragen gibt oder im Chat schon welche sind.
Dann sage ich mal schon vorerst einmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, bin gespannt auf die Fragen. Ja, besten Dank, Johannes. Wie gesagt, nutzen Sie bitte die Zeit noch, um Fragen zu stellen. Ich habe auch noch zwei Sachen, die ich gerne herzeigen möchte. Das eine, die altbekannte Folie. Der Ansprechpartner, der über euch nicht erwähnt, Gerhard Ulrichshofer und der Daniel Steffen als Presales Consultant, die natürlich sehr gerne für Fragen, Rückfragen, Projekte immer zur Verfügung stehen. Allerdings, jetzt am 4. März gibt es erstmalig unsere Aero University virtuell. Ja, also es ist ein Dach-Event für alle, die es noch nicht gehört haben oder sich noch nicht registriert haben. Bitte registrieren Sie sich, wenn Sie Zeit, Lust, Laune haben. Es sind interessante Vorträge und natürlich ist dort auch die Huawei zu Gast und hat dort einen Speaker-Slot. Ja. Also werden sicher auch interessante Inhalte präsentiert. Gut. Wie gesagt, für alle, die im Nachhinein dazugekommen sind, wir haben das Webinar wie immer aufgezeichnet. Bitte besuchen Sie unseren YouTube-Channel. Ich schicke das dann im Nachgang aus mit dem PDF gemeinsam. Es sind hier immer interessante Ausgaben von quer über unser Portfolio drüber, natürlich speziell auch für Huawei und natürlich auch mittlerweile Videopodcasts mit unseren Technologiepartnern und Interviews mit unserem CEO, dem Heribert Kara. Schauen Sie einfach vorbei, es ist recht interessant. Gut. Jetzt schaue ich nochmal aufs Fragefenster, sehe ich, ist nichts aufgetreten. Gut, da möchte ich mich auch wieder mal für Ihre Teilnahme bedanken, eure Teilnahme bedanken. Danke, Johannes. Ja, und ich freue mich, Sie bei einem der nächsten Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen und darf von jetzt ein schönes Wochenende wünschen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.